Hey, Geins! Oh, ihr seid ja schon da. So, Leute, willkommen zu einem FAQ mit Sakre. Sakre ist in der Kamera. Ja, moin, Leute. Jo, ich hoffe, man versteht uns zwei und nicht die anderen hier. So, gut, wir haben uns jetzt einen schönen Platz hier ausgesucht und ja, willst du anfangen? Viel Erfolg. Okay, Frage 1. Sakre fängt an. RaceMCN fragt, Hashtag abgefragt, wie alt bist du? Ich werde am 7. August 16. Technik fragt, Hashtag abgefragt, lass mal Fortniten. No, God, please, no, 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 no! Quellemann fragt, Hashtag abgefragt, wie bist du auf deinen Namen gekommen? Das ist eigentlich schon länger her. Eigentlich war es so, dass ich ja damals ein richtiger Ungespielt-Fan war und eigentlich halt auch so, ja, gerne umgeguckt habe. Und er hat halt immer so Wortwitze gemacht mit seinem Namen, halt so ungeschlagen, ungespielt, sonst was. Und da habe ich mir gedacht, ja okay, dann mache ich auch sowas in der Art. Und dann bin ich irgendwie, weil man hört halt oft im Alltag so absolut, dann habe ich mir gedacht, okay, jo, absolut HD, absolut Gaming, habe ich halt so überlegt, okay, was kann man damit machen, so AB groß als Markenzeichen, weil man gerade eben mit diesen AB viele Sachen machen kann, wie zum Beispiel abgehoben, abgesoffen, abgestürzt, diese ganzen Wortwitze, die man einfach damit machen kann, und deswegen habe ich mir gedacht, ja, warum nicht. Benzinbiber fragt, Hashtag abgefragt, was für ein Bike hast du? RaceMCN fragt, Hashtag abgefragt, wie groß bist du? Okay, ja, nochmal Gewehr. Ja, 1,73. Okay. So, ihr wisst jetzt auch, wie groß ich bin, 1,73. Reiskornlimit möchte wissen, Hashtag abgefragt, kommen mal Motovlogs. Ja, Motovlogs wären eigentlich eine richtig geile Option, ich habe auch zwei 4K GoPros, aber das Problem ist halt einfach, dass ich halt Plan habe, was ich vloggen soll. Also das Ding ist halt, klar, ich habe halt jetzt eine 50 Kubik, ja, also ich kann jetzt so herumfahren, kann auch hier so ein paar Tricks machen und sowas, aber es ist halt, ja, ich wüsste halt jetzt nicht, was so genau. Wenn ich dann meine 125, also mein Motorrad habe, dann kann ich alles machen. Also kann ich auf die Autobahn, kann zum See fahren, kann Enduro fahren, durch den Wald und sonst was. Wir können richtig eine Scheiße machen damit, alles kein Ding, mit den Jungs herumfahren und so. Aber mit denen ist halt so eine Sache, ich kann halt eben durch die Straßenreifen halt fast nur auf die Straße fahren. Seit wann machst du YouTube? Naja, also YouTube mache ich eigentlich schon länger Zeit, also ich weiß gar nicht, ich glaube 1.1.2017 habe ich angefangen mit meinem damaligen Kanal, oder Sakre? Ich weiß gar nicht mehr. Ungefähr, ja. Ich weiß nicht, nee, war glaube ich fast schon 2016, oder? Nein, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Leute, habe ich ja damals schon mal einen Kanal gehabt, das ist mein zweiter Kanal jetzt. Und auf meinem alten Kanal habe ich halt dann einfach aufgehört, das habe ich im jemand hier Video erzählt. Und ja, also jetzt habe ich ja wieder angefangen vor, ich glaube, 2 Wochen. Ich weiß gar nicht, was für ein Datum das war, aber irgendein Sonntag war es auf jeden Fall. Bist du Deutscher? Nein, ich bin Österreicher. Leute, das war's mit dem FAQ. Sag dir, freut sich schon, jetzt kann er heimfahren. Und ich glaube, es sind sehr viele coole Lachen entstanden jetzt. Auch was ihr jetzt vielleicht nicht gesehen habt. Aber jo, ich hoffe, ihr habt das FAQ gefallen, Leute. Und jo. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat und freut euch auf mehr Content, denn ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub und in den 3 Wochen Urlaub können wir echt viel zocken, oder sagt ihr? Viel voll, also... Ja, also der hat da... ja, kein Bock wieder, super. Mhm. Ja, okay. Ich werde jetzt übrigens versuchen, jeden Sonntag ein Video hochzuladen, also... Haut rein, Leute, und... Ja.